Ey, was geht ab, Freunde? Wir spielen Mafia 3 weiter. Die vorletzte Folge war der Hammer. Die letzte war ziemlich missionslastig. Was heißt Mission? Story, wollte ich sagen. Storylastig. Guckt es trotzdem mal an. Trägt doch sehr viel zu der ganzen Geschichte bei. Wir sollen jetzt erstmal... Ups, verklickt. Wir sollen jetzt erstmal mit Emanuel reden. Dann machen wir das doch mal. Ups, jetzt muss ich das wieder neu auswählen. So. Hier vorne haben wir noch eine Sicherung. Wenn wir schon da sind, dann nehmen wir die doch gleich mal mit. Na du? Wie geht's? Okay, dann müssen wir erstmal drüber klettern. Break the rules. Pass auf, wo du hinlässt und geh mir aus dem Weg. Das ist mein Motto. Zack. Okay. Ich habe leider schon längst vergessen, was man mit diesen Sicherungen machen kann. Ist irgendwie schon so lange her. So, aber wir nehmen sie trotzdem mal mit. Irgendeinen Sinn hat es ja. Wow, war das knapp. Zum Glück hat er echt gute Bremsen. Rede mit Donovan. Ich meine, wir sind gleich um die... Wow, da könnten wir mit dem Auto drüber springen, Leute. Boah, wäre das cool. Wir könnten dabei auch sterben. Ich glaube, dabei könnten wir richtig krass sterben, aber... Irgendwie will ich mir das nicht entgehen lassen. Das wird einfach zu witzig. Machen wir das doch. Der Wagen da vorne, der scheint mir recht schnell zu sein. Oder auch nicht. Nee, das ist voll die Schrottkiste. Achtung! Der hier ist aber bestimmt schnell. Das tut mir wirklich leid, man. Wie soll ich denn jetzt zur Arbeit kommen? Ja, zu Fuß, hallo? Bus, Taxi, so viele Möglichkeiten. Wir brauchen mehr Anfahrt. Bei 60 Stundenkilometern, ich glaube, das reicht nicht. So. Jawoll. Ich denke, das würde ausreichen. Boah, das wird richtig lustig, Leute. Das wird richtig lustig. Bin gespannt, was jetzt passiert. Ob wir es schaffen oder nicht. Aber ich kann mir vorstellen, bei fast 100 km/h, dass wir das schon hinkriegen. Okay, die 105 kriegen wir hin. Bam! Nein! Aber wir haben es geschafft. Easy. Das war doch mal ein Ritt. Das sind ja alles unsere Leute. Cool. Ah, jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Hier habe ich mal eine Menge Zeit verbracht während einer Mission. Das war irgendwie nicht so lustig. Okay, da sind wir doch schon. Hast du vor, was zu kaufen? Dann musst du mit Cassandra reden. Sie meinte, du könntest Hilfe gebrauchen, vorausgesetzt du bist Emanuel. 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 Das hast du gesagt, Lincoln Clay. Ich mag diesen Dialekt. Wegen dem Gras. Habt ihr da einen fixen Ablauf? Wir fahren mit dem Boot ins Bayou, holen die Ballen und bringen sie her. Das Bayou kann recht gefährlich sein. Das ist Dixie-Mafia-Gebiet. Hast du Schiss vor den weißen Jungs frei? Haben sie deinen so betatscht, als du klein warst? Cassandra hat gar nicht erwähnt, dass du so ein charmanter Kollege bist. Das wird schon seinen Grund haben. Warst du in Haiti auch schon im Business? In meiner Heimat, da war ich ein Hugan. Ein Priester. Was weiß denn Priester vom Schmuggel? Damals habe ich kein Gras geschmuggelt, Frey. Meine Ladung waren Flüchtlinge, Menschen. Ich habe sie in Sicherheit gebracht, habe sie vor Duvalier gerettet. Aber davon hast du wahrscheinlich keine Ahnung.
Haben wir zwar ein Problem miteinander? Cassandra sagt, wir sind Partner und dass zwischen uns alles cool ist. Ist das so? Yo, Bro. Kann ich noch nicht sagen. Ich auch nicht. Cassandra kann vielleicht vergessen, was du unserem Volk angetan hast, Frey. Aber ich niemals. Vielleicht hättest du besser in Haiti bleiben sollen. Denkst du vielleicht, dass ich freiwillig weg bin? Von zu Hause? Aber ich versuche, das Beste daraus zu machen. Tun wir das nicht alle? Es sind immer noch einzelne Dixie-Mafiosi im Hollow. Kümmere dich um die Bande, wenn du Zeit hast. Diese Typen sollen verschwinden. Aye, aye, Captain. Der war mir sympathisch. Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Schwarzhandel. Durch Transportaufträge erhöhst du das Einkommen deiner Unterbosse. Dein Kickback und dadurch höher. Wird dadurch höher. Erfolgreiche Transporte erhöhen die Loyalität deiner Unterbosse und du erfährst mehr über die Verbündeten. Okay. Geschäfte, denen du etwas lieferst, können höhere Gewinne erwirtschaften. Du kannst weitere Makanos-Organisationen aufmischen oder erst Transportaufträge erledigen. Noch eine Brieftasche etwas zu? Mästen! Ja, das klingt doch gut. Ja, dann machen wir das doch mal. Munitionsschrank. Wir müssten aber volle Munition haben. Und die Waffe brauche ich nicht. Ah, aber ich glaube, wir können 3 Spritzen tragen. Von daher nehme ich die auch noch mit. Gott, vergiss nicht, was diese Wichser diesem Ort angetan haben. So, das Geld, das hole ich später. Wir müssen jetzt erstmal ein paar Aufträge erledigen. Der will irgendwelche diversen Transportaufträge erledigt haben, aber der hat doch jetzt nichts Konkretes gegeben, oder? Oder habe ich irgendwas vergessen mitzunehmen? Bin ich jetzt blöd? Ich verstehe das gerade nicht. Mr. Clay. Und ich auch nicht. Ich gehe nochmal zu ihm zurück. Ein kleiner Rat, Frey. Eins solltest du niemals tun, auch wenn Cassandra drum bietet. Poker spielen. Lass es. Sonst stehst du am Ende da mit deinem So-So in der Hand und das Geld reicht nicht mal mehr fürs Taxi. Mit deinem So-So in der Hand. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er jetzt gerade für eine Mission gegeben hat. Auf der Karte steht ja nichts. Wie fährst du denn überhaupt, Mann? Behält die eintreffende Graslieferung. Ja, okay, wir sollten, glaube ich, wir sollten einfach nur mit ihm reden. Das war's dann eigentlich auch schon. 768, das dürfte eigentlich noch steigen. Ja, gut, dann machen wir eben die Mission für Donovan. Geh zu Vito. Das ist mir dann sowieso ein bisschen lieber. Nehmen wir gleich den Wagen hier. Jetzt aber. Da haben die bestimmt nichts dagegen. Genau. So, dann unterhalten wir uns doch mal mit Vito. Versuchen ihn mal zu überzeugen, unserer Gang sich anzuschließen.
Also wenn es der ist, den ich jetzt so in Erinnerung habe, ist der mir doch ganz sympathisch. Und wir brauchen starke Verbündete. Jawohl. Die Stadt ist so geil gemacht, ohne Scheiß. Ich habe damals Mafia schon voll gemacht. Wir sollten uns vielleicht eine schusssichere Weste noch mitnehmen. Vorsichtshalber. Und wenn die uns schon angeboten wird, dann nehmen wir die doch mit. Da soll sie angeblich drin sein. Nur wie komme ich da rein? Da komme ich rein. Und zack. Und Geld kann ich auch gleich mitnehmen. Boah, ist gar nicht mal wenig. 717. Leck mich am Arsch. Ist eigentlich genauso viel, wie jetzt die ganzen Läden abgeben, ne? Sollen wir uns weiter... Ich war nicht! Steig doch ein, Mensch. So, hauen wir mal ganz lieber ganz schnell ab. Boah, war das cool oder war es cool? Also ich fand's cool. Das war jetzt nicht mehr so cool. Wow. Moment mal. Das ist irgendwie Feindesgebiet. Ach ja. Das ist ja jetzt gerade noch Feinde. Oh Mist. Okay, dann müssen wir da jetzt erstmal eindringen. Aber mit Eindringen kenne ich mich aus. Meine Freundin lacht. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe doch gar keinen Witz gemacht. Irgendwas gehört, wie es da drinnen so läuft? Na wie schon. Vito bekommt eine Abreibung. Ich wünschte, Greco würde uns den armen Sack einfach töten lassen und es hinter sich bringen. Nee, Greco will zeigen, wie hart er ist und den alten Vito so lange prügeln, bis wir ihn alle respektieren. Es wäre dazu nicht mehr nötig, als einen abgewrackten Nordstaatler aufzumischen. Also, da können wir nicht rein. Da können wir leider nicht durch. Ich möchte gerade mal schauen, ob es irgendeinen Hintereingang gibt. Den könnte es geben. Nämlich einfach hier so über den Hafen. Ah nee, das wäre glaube ich zu umständlich. Oder obwohl, das wird bestimmt angelegt. Dann müsste ich mich nicht da mit den ganzen Leuten rumprügeln. Ein scheiß Krokodil. Krass. Krass. Ich wäre da jetzt fast reingesprungen, ne? Krokodil? Wie geil ist das denn? Hätte ich nicht gedacht. Okay, die machen es einem nicht einfach. Schnell. Ganz schnell. So, wir überfahren das Krokodil. Geh aus! Okay, das dürfen wir überleben. Jawohl. Ich hab doch gesagt, da gibt's einen Hintereingang. Wir werden zu schlecht bezahlt, um über Recht und Unrecht nachzudenken. Du weißt, was ich meine.
Sieh mal, ich muss mich um die Nigger im Hollow kümmern. Verdammt, diesen Vollidioten Richie fertig zu machen, hat noch irgendeinen Sinn. Aber Vito gehört zur Familie. Gehört er zur Familie? Der Befehl von ganz oben lautet, dass Galetta fertig ist. Und das bedeutet Tod. Greco ist vielleicht nicht der Hellste, vielleicht sogar verrückt. Aber im Moment bestimmt er, wo es lang geht. Also gegen zwei kann ich da leider nichts machen. So ein Double Kill mit zwei Stück, das wäre richtig cool. Das wäre richtig, richtig cool. Vielleicht bewegt er sich noch weg, der Tippi. Ja, scheinbar tut er das wirklich. Jawohl. Das ist unsere Chance. Nehmen wir ihn schnell mit. Es gibt Ärger. Scheiße. Scheiße. Wir wurden entdeckt. So stirbst du. Boah. Ich geh in Deckung. Ruhig bleiben. Da ist noch einer. Komm schon raus. Die ganze Scheiße haben wir ihm zu verdanken. Los geht's. Der ist echt mutig. Der ist echt mutig. Wir haben nur noch 4 Schuss. Wir wechseln lieber zu der großen Wumme. Wo schießt denn der bitte? Boah, krass. Was hat der für eine Reichweite? Ist das sein Ernst? Verfluchte Zeitverschwendung. Geh zurück und sieh nach, ob er da drüben ist. Ich mache hier drüben weiter. Ich nehme lieber was. Das war mir zu knapp. Ich gehe in Deckung. Da ist noch jemand. Er hat mich hier festgenagelt. Hört mir. Hab einen entdeckt, Jungs. Den habe ich erwischt. Scheiße. Tut das Arschloch auf 12 Uhr. Da! Ich gehe in Deckung! Okay. Okay, okay. Dafür ist keine Zeit. Lass los! Mach die Feuer unterm Arsch! Ich wärme ihn etwas auf! Zu spät, um Töten sich jetzt selbst? Ich ganz in Ruhe, irgendwelche Sicherungen. Aber schon. Das ist mir zu gefährlich. Ich will jetzt nicht sterben. Okay. Schnell. Du hast dich mit den Falschen angelegt. Okay, da haben wir noch ein bisschen Medizin. Headshot. Mein Gott, ich wollte mich reinschleichen. Das war wohl nichts. Warte doch mal lange rum, was soll denn das? Scheiße! Habt ihr das gesehen? Wie cool war das? Wie cool war das? Okay. Hier haben wir noch einen Medizinschrank, den brauchen wir ganz dringend. Jetzt geht doch auf. Okay, die haben mich aus den Augen verloren. Ich werde mich wieder in Erinnerung rufen. Hättest mal lieber den Kopf unten. Ich fresse deine Finger. Das wäre Munitionsverschwendung. Das ist der Typ echt nicht wert.
Da hinten ist Vito ja schon. Ich kann doch schon. Überraschung! Da ist er! Du gerade rechtzeitig gekommen warst, Vito. Lincoln. Wie ist das möglich? Du bist doch tot. Nope. Die Kugel hat mich nicht geschafft. Das Ding wurde abgelenkt. Verdammt Glück gehabt. Man sollte nie auf die Stirn schießen. Der Schädel ist härter, als man denkt. Komm, wir haben was zu besprechen. Als ich hörte, was passiert war, wollte ich sofort meinen Anteil von Meccano. Ich dachte, wenn er euch aufs Kreuz gelegt hat, bin ich der Nächste. Lass mich raten, da kam nicht viel. Er wollte, dass sich die Wogen erst glätten. Hatte Angst, dass er erregt aufsehen, wenn ich rumrenne und mein Geld raushau. Als wäre ich so ein scheiß Amateur, der noch nie ein dickes Ding gedreht hat. Die Kohle, die ich in den Überfall gesteckt habe, war alles, was ich hatte. Es reichte nicht mal zum Abhauen. Darum bin ich noch hier. Wegen der Kommission konnte er mich nicht einfach umlegen, also habe ich ihn bis aufs Blut gereizt. Ich wollte ihn so lange provozieren, bis er es doch probiert. Ich habe gehört, sein Neffe sollte sich deiner annehmen. Der Junge heißt Michael Greco. Angeheiratet, nicht blutsverwandt. Der hat sich aber gründlich umgesehen. Wohl neugierig, was bei mir noch alles läuft. Lass ich ja bestimmt alles im Büro rumliegen. Na, das brauchst du nicht machen. Hör mal. Danke, dass du mich aus dem Kühlraum geholt hast, aber... Was tust du hier? Meccano wird dafür büßen, was er getan hat. Der Kerl ist fällig. Er, seine Brüder, seine Lieutenants, alle von ihnen. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Naja... Er hat mir so ziemlich alles abgeknöpft. Das siehst du ja selbst. Ach, das ist vorübergehend. Ich hole mir River Row von Greco zurück, dann kommt wieder Geld rein und alles sieht ganz anders aus. Dann sind wir jetzt Partner? Solange du alles machst, was ich sage und mir alles gibst, was ich brauche. Also adieu, Meccano. Hallo, Lincoln Clay. Entweder das oder mehr davon. Und nächstes Mal bin ich vielleicht nicht da, um deinen Arsch aus dem Kühlschrank zu zerren. Wenn einer die Ratte umlegt, bin ich es. Bring du mir Greco. Und ich bin dabei. Womit macht er sein Geld? Mit der Gewerkschaft der Hafenarbeiter und einem Lagerhaus. Da gibt's eine Menge wertvolles Zeug. Wenn du ihm die zwei nimmst, ist's vorbei mit Greco. Ein paar von meinen Jungs führen Buch über ihn, die können dir sicher helfen. Alles klar. Jawoll. Ja, das Schleichen hat nicht so gut funktioniert, aber es hat ja trotzdem, ist alles gut gegangen. Was? Verbünden zugewonnenen Geldeinzahlungen. Du kannst die, ich kann das Wort nicht aussprechen, Leute, echt, tut mir leid, anrufen, damit sie dein Geld abholen kommt und das für dich aufbewahrt, damit du es nicht verlierst, wenn du im Kampf getötet bist. Wie cool, müssen wir nicht ständig in unser Haus gehen, ey, das ist geil. Sobald du deine verbessert hast, sammelt sich auch automatisch deine verfügbaren. Ey, saugeil. 900, das könnten wir eigentlich gleich mal testen, oder? Na, wir haben 3, das müssen wir jetzt nicht machen. Wir müssen unsere Mission noch, unsere Munition noch auffüllen. Aber ich glaube, wir müssen erst auf die Straße, damit das alles so funktioniert, wie ich es haben möchte. So. Gratis. Betty steckt deine Knete unter die Matratze. Vito sagt, du könntest mir helfen, meine Kohle an einen sicheren Ort zu bringen. Aber sicher, Kumpel. Jeder Freund von Vito ist auch mein Freund. Bin sofort da. Jawoll. Dich verlass, ich merke das schon. Was abnehmen? Wehe, du verlierst das.
und direkt in die Bank. Praktisch. Das ist echt praktisch. Also die besten Fahrkünste hat die jetzt nicht. So, dann rufen wir mal den nächsten an. Da. Hast du Nachschub bekommen in River Row? Ich mach mich schon auf den Weg. Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Das sind ja alles Verrückte. Irgendwas dabei, falls du brauchen kannst. Okay, zeig, was du auf Lager hast. So. Waffenverbesserung. Gewehre. Die Hardman. Genau, Munition kostet uns 230, das passt schon. Munition voll. Wir hätten erstmal. Ich glaube, das war's erstmal. Nee, ist auf jeden Fall voll. Jo, passt. Das passt schon. Okay, Leute, das war doch wieder eine erfolgreiche Mission. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hätte, lasst mir doch ein Abo. Würde mich mega freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen.